Ein DEL-Spiel unter besonderen Rahmenbedingungen. Nicht der Sport stand im Vordergrund bei Augsburg gegen Düsseldorf, sondern das Gedenken an Adam Johnson. Der Ex-Panther hatte am vergangenen Wochenende unter tragischen Umständen während eines Spieles in England sein Leben verloren. Dementsprechend emotional die Momente vor dem Spiel, in denen dem Stürmer nochmal die letzte Ehre erwiesen wurde mit seinem Trikot, aber auch den Initialen auf den Panzerhelmen. Hinein ins Spiel. Augsburg versuchte gerade zu Anfang immer wieder mit schnellen Kontern gefährlich zu werden. Hier mit Soramias die 7. Minute, das 1:0, erster Saisontreffer für Sam Soramias in einer Reihe mit den beiden Filin Akulinen und Karjalainen vorbei an der Stockhand von Henrik Haukelatz. Und auch in der Folgezeit Augsburg die gefährlichere Mannschaft, fand immer wieder die Chancen durch die Schnittstelle hindurch. Das schon die 17. Minute. Karjalainen fand die Lücke, aber eben den Weg nicht vorbei am Düsseldorfer Schlussmann. So ging es also mit einem knappen 1:0 für die Hausherren zum ersten Mal in die Kabine. Aber auch im zweiten Drittel änderte sich zunächst nichts an der Herangehensweise. Sache hier mit Traumpass für Zach Mitchell. Und diesmal rettet der Pfosten für die DEG. Das hätte es sein können, das 2:0. Die DEG ohnehin angeschlagen. Die letzten drei Auswärtsspiele hatten sie verloren. Das Tabellenschlusslicht. Aber so peu à peu arbeiteten sie sich hinein in diese Begegnung. Wir sind schon in der 34. Spielminute und dann machten sie Druck aufs Tor und plötzlich lag das Ding drin, der Ausgleich. Alec McCray mit dem 1:1. Verteidiger schießen selten Tore bei Düsseldorf. Das erst der dritte Verteidigertreffer mit gütiger Mithilfe der Augsburger Panzer. Kein Abwehrspieler positioniert vor Markus Keller, der bei der Möglichkeit von McCray keine Chance hatte. Immer noch dieselbe Minute. Augsburg versuchte zu antworten, lief aber in den Konter. Mit Blank Ebner sieht den mitgelaufenen Kenny Agostino. 35 Sekunden nach dem Ausgleich die erstmalige Führung für die Gäste aus dem Rheinland. Sie hatten den Platz für den Abschluss. Kenny Agostino durch den Pulk hindurch. Markus Keller ohne Sicht. Chancenlos. Das war es aber noch nicht für das zweite Drittel. Augsburg versuchte die Antwort und Augsburg bekam die Antwort mit Szczęsny. 200. Spiel für die Augsburger Panther und dann Esposito, der Ausgleich. 36. Spielminute. Luke Esposito, Neuzugang. Aus Bakersfield ist er gekommen, hier mit dem perfekten Schuss vorbei. An der Stockhand hoch zum 2:2 Ausgleich und zum 2:2. Pausenstand. Thomas Dolak natürlich unter Druck aufgrund des Tabellenplatzes, aber sie wollten die Punkte unbedingt und sie legten einen guten Start hin in den Schlussabschnitt. Augsburg mit der fehlenden Rebound-Kontrolle und wieder ist es Kenny Agostino, der schnürt seinen Doppelpack. Dritter Saisontreffer für den 31-Jährigen, bekommt die Scheibe als erster, das Tor leer. Die Aufgabe dann einfach für den Stürmer, die erneute Führung für die Gäste. Augsburg natürlich dann hinten raus mit dem Mute der Verzweiflung. Mirko Sacher probiert aus spitzem Winkel, trifft aber hier nur den Außenpfosten. Danach nahmen sie Markus Keller runter für den 6. Feldspieler, gingen in der Schlussphase nochmal all in Chancen. Sie häuften sich, aber das Happy End, das hatten die Düsseldorfer. Veroni am Ende frei durch, markiert das 4:2, markiert den Endstand für die Gäste. Düsseldorf gewinnt nach 3 Auswärtsniederlagen mal wieder ein Spiel in der Fremde und gibt die rote Laterne ab in der deutschen Eishockeyliga. I just think we kept coming. You know, we go down one early. We didn't stop competing. We were relentless. Hawks was unbelievable. Our PK guys were unbelievable. Our 5-on-6 guys were great. And we were able to, you know, fight through the very end and get the win. Well, ich denke, gerade im zweiten Drittel haben wir auch zu wenig gemacht. Waren sie zu viel bei uns im Drittel. Klar, wir hatten ja viele gute Chancen. Wenn wir die reinmachen, sieht es anders aus. Aber insgesamt war es zu wenig.
Augsburg scheitert an der eigenen Chancenverwertung und in letzter Konsequenz an Hendrik Haukeland, kassiert die 6. Heimniederlage bereits in dieser Saison. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.